Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde The Legend of the Power King in einem Spielmodi, was gerade in zur Winterzeit in LoL draußen ist. Wir spielen sozusagen Aram mit einem Power King. Boah, das sagt eigentlich alles über diesen Spielmodi. Er ist ganz witzig und für die Weihnachtszeit würde ich auch mal sagen, sehr passend. Und ich entschuldige mich nochmal, dass mein Video, was nämlich morgen erst rauskommen wird, also am 25. oder 26. erst rauskommen wird. Erst der 25. rauskommen wird, erst dann. Boah, Leute. Was dann rauskommt, wird ein bisschen salty ist, ein bisschen angehauen, aber verzeiht mir. Und es ist auch verdammt riesengroß, weil ich einen Fehler bei der Einstellung wieder hatte. Da muss ich etwas auch drauf aufpassen. Aber ich weiß jetzt, wie alle Einstellungen behoben werden sind, dass jetzt diese Fehler werden nicht mehr vorkommen. Jedenfalls hoffe ich, dass sie nicht mehr vorkommen werden. Verzeiht mir, ich bin auch erst seit fast 2 Monaten dabei. Da kann man noch Fehler machen, ja? Verzeiht. Wo habe ich den denn hingeworfen? Lux-Schaden, OP. No, die haben den Power King, weil ich zu schlecht war mit meinen Treffen. Totally my bad. Ja, einmal eindeutig my bad. So, jetzt ist unser Power King am Start, Leute. Ach, ich mag den Spielmodi. Der ist so witzig. Bisschen Weihnachtsschmuck. Ich mag Poro, ich werde mir auch irgendwann so ein Merch von Poro kaufen, ein paar. Weil ich den einfach feier. Oh, warum immer ich, ey? Was habe ich euch getan? Vielleicht, weil ich immer der Offensive bin. Aber läuft doch gerade ein bisschen. Oh, Leute, wir müssen uns noch den Power Kong sichern. Mit Vorteil. Wurde. Treibt mir einfach. So, einer hat schon mal verfehlt. So, jetzt, die nutzen immer deren Stunts, deren sehr viele CC dazu, die Power Kings zu treffen. Da kann man leider auch nicht so viel tun. Oh, da lässt sich jemand so einfach treffen. Was wurde ich da genockt? Ich kenne leider noch nicht die Dinger.
Na, mit ihren Dingern. Ja, sorry, das ist auch noch ganz neu für mich. Diese Änderung kenne ich auch noch nicht. Aber es ist eine ganz schöne Änderung, auch wenn die das Spielmodus etwas unfair machen. Warum gehen die immer alle auf mich, Mann? Warum ist unsere einzige Damage-Quelle nicht... Warum ist unsere... Warum geht die AFK? Ey, ich hasse solche Leute, ey. Wie kann man denn Aram AFK gehen? Das zerstört halt bis zu einem gewissen Grad halt das Spiel. Das macht literally ein bisschen unplayable. Wir sind halt so im Nachteil jetzt, weil es 4 gegen 5 ist, die halt die Bruiser haben und wir halt die Mages, die im Late Game stärker sind. Wir haben halt das Late Game und die haben halt das Mid-Early Game. Da kann jemand nicht dodgen. So, das wird einiges kosten. Das war doch ein gutes Spiel. Und das Spielmodus geht auch ein bisschen immer ein bisschen schnell, ist das ein bisschen. Das kostet noch nicht viel und ich finde, das bringt eine gute Weihnachtsstimmung rein. Ist auch ein ganz witziger Spielmodus, finde ich. Weil er ein bisschen Skillshots-Treffen erfordert. Und halt noch halt ein bisschen Skillshots und ein bisschen halt Spielverständnis. Viel. Oh, ja, das kann ich auch machen. Ah, come on. So nicht, mein Freund. Outplayed, würde ich mal sagen. Ich mag Voice einfach. Sogar Prämie für uns, wenn er so weit hinten spawnt. Da kam ich leider nicht weg, der Slow war zu krass. Aber ehrlich müssen wir den noch töten können. Die haben leider extrem viel CC. Ach, der heilt sich auch bis zu einem gewissen Grad. Ja, nice, der Typ ist tot. Ist richtig gut für uns. Denn jetzt können wir aufräumen. Vergessen, dass wir kein Battle King haben.
Aber ja, ich hoffe, ihr habt auch genügend Sound, die Qualität ist in Ordnung. Und ich hoffe, es wird euch Spaß bringen. Denn mir bringt das immer Spaß. Solche kleinen Spielmodelle, Leute. Ich mag auch Rapid Fire Ultra. Das nennt man Heal bei Fiora. Die hat gerade, glaube ich, 400 HP einfach so zurückbekommen. Das finde ich nicht sehr nett. Wenn man einfach so 400 HP zurückbekommt, ne? Oh, Leute. Dadurch so hinten. Wir können gleich wieder den Power King summon. Diesmal haben die einen Riesenvorteil, wenn die das schaffen. Geht doch. So. Dort nennt man Double Kill. Reis ist einfach ein schöner Champ. Muss man einfach so erwähnen. Weil er einfach so stark ist, ey. Jo, was macht der jetzt, ne? Jo, jetzt machen wir mal ein bisschen Schaden. Gegenüber den anderen. Tschüss. Schade, da war ich nicht schnell genug. Das war doch eine lustige Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich glaube, ich nehme gleich noch in Anschluss einer Runde auf. Damit ihr ein bisschen Content habt, den lade ich dann exakt gleichzeitig hoch, weil ich keine Lust habe, jetzt irgendeinen aufwendigen Cut zu machen, weil ich echt keine Zeit habe für den ganzen Scheiß. Für die ganzen Dings. Also ich meine, ihr müsst bedenken, ich habe, ja, nur noch sehr wenig Zeit. Eine Stunde habe ich jetzt noch Zeit, irgendwie ein bestimmtes Spiel aufzunehmen. Und das muss ich auch machen und auch hochladen für morgen. Und bis dahin, ne? Oh, come on, Leute. Jetzt kriegen wir das nicht down. Doch, wunderbar. Ja, GG, well played, sage ich nur, zum Team, zu allen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung da. Oder lasst auch eine Bewertung da, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal rein. Und bis dahin, ciao.